Pilot, oder wie es hier heißt, Pilot, in gendergerecht halt, ne? Da habe ich Flugzeugtaste, Pilot, Veteran. Ich muss mich da selber noch reinfuchsen, also das ist dieselbe Steuerung wie jetzt in Battlefield 5, bla bla, wie ich da auch habe. Nur dass hier halt alternativ heißt. Und nicht Veteran. So, was aktuell noch nicht existiert, also ich habe es bisher noch nicht gefunden, kann sein, dass es existiert. Wenn ihr es schon gefunden habt, sagt Bescheid. Ist die Flugzeugkammerrolle. Die ist irgendwo im Nirgendwo. Die ist nicht anwesend. Also die ist nicht da. Fragt mich nicht warum. Ist halt so. Vielleicht kommt das noch mit Day One Patch rein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich zeige mal eben ganz schnell meine Einstellungen. Könnt ihr ja genauso einstellen, wenn ihr mögt. Wenn nicht, auch okay. Das Wichtigste ist eigentlich nur Fahrzeug, Three-Person-Sichtfeld. Also die Außenperspektive, der ganze Schrott hier auf Aus und ja, halt, ne? Flugzeuge, Taste, Pilot, alternativ halt. So, den Rest habe ich eigentlich auch alles auf alternativ gemacht, so als Soldat, das müsst ihr selber wissen, ich bin selten als Soldat unterwegs, meistens hänge ich im Fahrzeug rum und ja, so an sich ein paar andere Dinger. Hier eingestellt wie Controller, Hinweis, bla bla bla. Hinweis zur Steuerung kann man eigentlich ausmachen, braucht eigentlich keiner. Sagen wir mal ehrlich, braucht keiner. Ich brauche das nicht. Wer es braucht, lasst an, ich brauche das nicht. Untertitel könnt ihr ausmachen, ist Quatsch. Das Spiel hat keinen Story-Modus, also daher passt das schon. Was ich auf jeden Fall mal einstellen wollte, Zielfernrohr, nein. Das war. Das Leiden, da müsst ihr aktuell doppelt Analogstick reindrücken. Hier seht ihr noch, hier könnt ihr noch selber einstellen, wie ihr wollt. Also könnt ihr es auch selber variieren, wie ihr halt Bock habt. Ne? Gut, das war es auch jetzt schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, aktuell zum Flugzeugen kann ich nur eins sagen: Flugzeug, Taste, Veteran, Sichtfeld auf Maximum ballern, ADS, Sichtfeld ein und dann läuft die Luzi. Da kommen noch auf jeden Fall noch ein Video zu den Einstellungen, aber das ist jetzt erstmal das, was ich eingestellt habe, was ich persönlich für das Wichtigste halte, erstmal am Anfang. So, auf jeden Fall seid gespannt, da werden in Zukunft noch ein paar Videos kommen. Ich halte euch auf dem Laufenden, haut ihr rein. Ciao, ciao.